Zelda hat doch eine schöne Stimme, ne? Nein. Oh Mann. Na, ach so, natürlich, weil du sie machst. Deswegen ist sie wunderschön. Ah. Oh. Pfeile. Boah. Geil. Geil. Zerstört Böses. Erdbeben, alle unter die Tische. Welche Tische? Unterm Rock. Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Doch. Oh Gott. Ich liebe dich. Jetzt bin ich ein Ganzkörperkondom. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungfer folgen brauche, um dich zu finden. Ah, spüre das, das ist meine Kraft. Mein einzigster Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Er hat einen größeren, als ich dachte. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es war die Kräfte des Triforce. Symbole für Mut. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce der Weisheit, dass ich deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher der Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wärst du es, mein Schloss zu betreten, verkaufe ich dir 5 Staubsauger für den Preis von einem. So, die auf der Gabel überlasse ich Mario. Er wird Bowser besiegen und... ach, falsches Spiel. Scheiße, jetzt muss ich auch noch ran hier. Puh. Ich wollte das eigentlich diesen ekelhaften Klempner überlassen. Ja. Mensch. Der zahlreiche Nebenjobs annimmt, wie man in meinem Super Mario Sunshine Let's Play sieht. Was denn? Och, zum Beispiel... Klempner. Klempner, genau. Zombies! Casino-Reparierer und Hundebändiger. So quasi der Hundepol. L, weißt du? Was denn noch? Achso, alles. Wow. Zahnarzt. Wo kommt das Schloss her? Mach weiter. Die Festung des Bösen. Oh mein Gott. Dies hat er aus seinem Fingerhut gezogen. Genau. Gerne ins Schloss. Schloss. So. Jetzt kannst du zum Fee, zu der Fee gehen. Will ich gerade, aber das kann ich nicht wegmachen, weil ich nicht die richtigen Handschuhe habe. Doch, 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 doch. Wirklich? Ja. Und wenn nicht, dann also hatte ich doch recht. In den Popo. Dann hatte ich doch recht, wenn doch. Ja, genau. Geht nix. Haha, ich hatte doch recht. Es gibt noch andere Handschuhe da drinne. Ja, gut. Die holen wir uns noch eben. Wir wollen noch eben die Fee machen. Ich will schlafen. Aber die Handschuhe kriegen wir schnell. Ist mir egal. Okay. Ja, okay. Okay. Musst du wissen. Ja, mach. Wie komme ich darüber? Ach so. Mr. Moore, hörst du mich? Hier spricht Rauru. Rauru. Die 6 Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal zum Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von 6 Siegeln des Bösen beklockiert. Ich bin ein alter Mann, also bricht dieser Siegel. Dring in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda, so wie in jedem Mario-Teil. Mit heiliger Musik Zelda unterstützt. Nein, in Mario musst du auch mal eine Prinzessin retten. Naja. Bei Luigi's Mansion nicht. Ausnahme, das ist auch kein Mario-Vogel. Es ist ein Mario-Spiel, aber mit Luigi. Oh. Okay, Leute, holen wir nochmal schnell die Handschuhe, die gehen schnell zu holen. Brauchen nur die Feuerpfeile. Stimmt. Ist wirklich so.
müssen in die Abteilung von dem Schatten. Ja? Ja. Das ist in der Schattenabteilung mit den Lilanen oben vor. Ja. Hallo, ihr Süßen. Tschüss, ihr Süßen. So, wie ihr seht, müssen wir alle Siegel brechen, um das Tor zu zerstören. Ich kenne aber auch einen Trick. Ja? Du auch? Wäre? Nee. Okay, zeig dir dann später. Es gibt einen Trick, da braucht man die Siegel nicht lösen. Ich komme direkt zu dem Endboss. Cool. Ist das hier das Lilane? Ja, ne? Ja. Ah, da. Oh, ich mach mal eben die bösen Feinde kaputt. Egal, ich treff den nicht. Wertvollen Feuerpfeilen. Hä? Ja, voll daneben. Nein. Ah. Dun. Hui. 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 Hallo Raubschleim. Hui. Hui. Wie muss ich denn jetzt hin? Ah, ich muss nochmal aktivieren, ne? Ja. Muss ich nur von hier treffen. Das ist eine andere Herausforderung. Ich sehe den gar nicht. Vielleicht stellst du dich etwas weiter rechts hin? Nein! Wieso springt denn jetzt runter? Ich hab keine Ahnung. WTF! Ich will da jetzt... Ich muss doch da nur an die... Guck dir das an, wie scheiße. Ja. Links, du bist scheiße. Ja, sag ich ja. Was muss ich denn überhaupt machen? Ich muss, glaube ich, da einfach das Ding da unten aktivieren, da. Dieses andere da. So ein Schalter. Ja. Den Schalter des Bösen. Du musst ja! Mal aktivieren. Da brauchst du, glaube ich, das Auge der Wahrheit. Du hast deine Rüstung verloren. Das wird zu doof. Ich habe meine Rüstung verloren und bin gestorben. Ist klar. Ich brauche das Auge der Wahrheit. Ja. Du musst Ach das stimmt. Ja, das ist ja der Schattenabteil. Mann, bin ich doof. Sag nichts. Weil du dachtest, da wo die Härten waren, würden nochmal solche Eisblöcke kommen. Ach komm, guck dir das an. Perfekter Raubschleim. Raubschleim. Der verarscht mich doch, der Schleim. Eben hat er mich auch nicht gefressen, aber jetzt andauernd. Da bist du aber auf der rechten Seite lang gegangen und nicht auf der linken. Fick dich. Ui. So. So. Bam, 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 bam. Aber ich muss da ja, aber ich muss doch da... Oh. Aha. Bam, 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 bam. Seid sie vorsichtig. Gewalt. Ja. Ja. Da freut sich die Nudel. Gewalt. Ah, jetzt kann ich da durch. Guck dir den Scheiß an. Guck dir den Scheiß an, Nudel. Ist das Tor noch offen? Okay. Ich hoffe es. Sollte es aber. Ja, keine Pfeile mehr. Ganz toll. Ich fühle mich gerade verarscht. Und zwar richtig. Stell dich mal an den Rand und benutze das Feuerentfernung. Vielleicht reicht es bis dahin. Im anderen LP sieht das so leicht aus, dieses doofe diese doofen Handschuhe eben zu holen. Na, verdammt. Cut.